Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über die 9. Idee aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Und diese Idee ist die folgende. Glück ist, wenn es der Familie an nichts mangelt. Ja? Glück ist, wenn es der Familie an nichts mangelt. Ja? Ich bin nicht nur glücklich, wenn es mir selber an nichts mangelt. Ja? Wenn ich selber zufrieden bin, dann bin ich glücklich. Aber ich werde noch glücklicher, wenn ich weiß, dass es meiner Frau gut geht, dass es meinen Kindern gut geht, dass es vielleicht auch meinen entfernteren Verwandten gut geht. Ja, das ist Glück. Und ich denke, das ist sehr wahr. Ich meine, ich bin nicht verheiratet, ich habe noch keine Kinder, obwohl ich sie mir sehr wünsche. Ich wünsche mir eine Frau, ich wünsche mir Kinder, aber ich habe sie noch nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich ein großer Teil des Glücks ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass man viel, viel glücklicher ist, ja? Wenn man weiß, dass man für seine Familie sorgen kann. Wenn man weiß, dass die Kinder nicht hungrig sind, wenn man weiß, dass die Kinder Bildung bekommen, wenn man weiß, dass es allen gut geht, das ist Glück. Ja? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn im anderen Fall hat man die ganze Zeit Sorge. Ja, man denkt sich, ach, wie werde ich heute für das Abendbrot sorgen? Ja, wie werde ich dafür sorgen, dass es meiner Frau wieder gut geht, meinen Kindern wieder gut geht? Ja, das erzeugt sehr viel Stress und sehr viel Sorge. Deswegen denke ich, es ist eine sehr gute Lektion aus diesem Buch. Ja, die 9. Lektion. Glück ist, wenn es der Familie an nichts mangelt. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. PS, Glück ist, wenn man in einem schönen Wald sein kann und es relativ ruhig ist, bis auf ein paar Stimmen und das Krähen eines Hahns. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.